was passiert eigentlich irgendwo in Regionen auf dieser Welt, wo irgendwelche Dinge stattfinden, die sie sonst noch nicht erlebt, gehört, gesehen haben, dass sie das ungefähr zuordnen können. Was für Größenordnung bewegen wir uns hier? Wie laut wird das Ganze? Ein nicht unwesentlicher Teil der Ausbildung ist das Sensibilisieren beim Sprengen und Schießen. Nur wenige Journalisten sind damit bisher in Berührung gekommen und wissen, wie es sich anhört oder anfühlt. Wie gefährlich all diese Dinge sind, soll an diesem Tag vermittelt werden. Das Ziel ist aber nicht der Umgang mit Waffen und Sprengstoff. Hier genügt das hautnahe Erleben. Eins, Zündung! Fliegen. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Bonnland, Beschussgarten im Hinterkopf haben, was das für Auswirkungen sind. Gut, dann bewaffnen wir uns jetzt nochmal mit den Doppelfernrohren, um die letzte Sprengung nochmal zu sehen. Eins, zwei, eins. Drei Kilo von der Vergleichbarkeit her. Ältere Modelle, Panzerabwehr, Minen hatten mal 3 Kilo. Die neueren Modelle, da liegen wir bei deutlich mehr. Das nur mal so als Vergleich. Ja, wenn man jetzt mal überlegt, das mit einem Artilleriegeschoss vergleicht, was da im Buch dahinter ist, ja, kann man sich das vorstellen. Wir sind jetzt von der Entfernung her 350 Meter weit weg. Das sieht ganz anders aus, wenn wir, je näher wir da rangehen. Und das ist auch das, was wir Ihnen nachher nochmal vermitteln wollen. Den Druck, die Druckwelle. Sie merken das auch nachher im Schützengraben unten drin.